Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich mich eigentlich ganz schlicht, ganz einfach nur fertig machen. Mir geht es tatsächlich nur, dass ich ein gemaltes Gesicht habe. Und ich dachte, wir können das verbinden, indem ich neue Produkte austeste, die ich noch nicht getestet habe. Und ja, somit hoffe ich, ihr werdet viel Spaß haben. Und ich habe mir da sowas rausgesucht. Zum einen möchte ich die Face and Contour Face Contouring Palette testen von Essence. Die Farben sind ganz schön. Ich möchte eher so ein bisschen highlighten. Highlighter habe ich auch. Und zwar Supreme Frost Highlighter. Das ist ja so die neue Variante. Jeffree Star Highlighter, ich habe, das ist jetzt mein zweiter. Den habe ich geschenkt gekriegt von der lieben Kati von Instagram, mein Kopf, ich weiß gar nicht, wie ich mein Leben heute organisieren soll. Dann habe ich hier Brit Tea Illuminating Base, die ich gerade einfach teste. Da packe ich mir so ordentlich viel Zeug drauf. Dann habe ich eine Estee Lauder Double Wear. Scheiße. Estee Lauder Double Wear Foundation. Oder was? Und ja, dann gucken wir mal, was alles so hergibt. Gestern kam meine neue Küche, oder wir haben die alte abgebaut, haben die neue geholt. Jetzt steht einfach alles da. Und ein neues Sofa habe ich mir auch gegönnt. Nee. Leute, ich sag euch, das mache ich nie wieder. Also es ist schön, eine Küche, eine neue zu haben. Ja, also es ist keine nagelneue, es ist eine gebrauchte gewesen, aber wesentlich besser als meine. Ich fühle mich jedenfalls wohler mit der, die ich jetzt habe. So ein schönes Grau. Wenn sie fertig ist, kann ich euch mal auch ein Bild einblenden. Aber es ist noch lange nicht. Heute kommt noch ein Freund von einem Freund, also von meinem Freund. Ich mache mal kurz meinen Schwamm sauber. So, wir testen tatsächlich heute die Estee Lauder Double Wear, weil ich eigentlich die Yves Saint Laurent nochmal testen wollte mit dem Primer, der dazu gehört. Ich bin so fertig, ich habe so Muskelkater, mir geht es eigentlich voll daneben. Ich habe so gar nichts Bock, um ehrlich zu sein. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich habe gesagt, ich mache jetzt erstmal Schlafzimmer fertig, dass wir unsere Ruhe haben, die ganze Wäsche, weil ich ja Wäsche gewaschen habe, wo tolles Wetter war und dann hat es auf einmal geregnet und dann musste ich arbeiten natürlich und dies und jenes. Ich weiß nicht, wie das Vollzeitmütter hinkriegen. Ich bin keine Mutter, die das hinbekommt. Estee Lauder Double Wear, hier habe ich die 3N2, die mir etwas dunkel ist, aber ich das gut einblenden kann. Und ich habe hier einmal die Estee Lauder, da ist ein Drittel vielleicht drin und vielleicht fast die Hälfte. Dann kann man es ganz gut sehen. Und die wollte ich damit mischen. Ich habe gedacht, ja, den Pumper habe ich so wie die Jenny von der The Ordinary genommen. Ich benutze zwei Pumper von der Ordinary, von der dunklen und ein Pumper von der hellen. Man sieht einen wesentlichen Unterschied, muss ich sagen. Sieht ihr den? Ich habe jetzt eineinhalb Pumper genommen. Mal gucken, ob das nicht too much ist. Dann nehme ich meinen Pinsel, womit ich das auch immer gerne auftrage. Einfach großzügig. Wie gesagt, ich wollte eigentlich die Yves Saint Laurent, aber jetzt habe ich schon einen anderen Primer drauf. Ich depp. Wirklich depp. Also ich konnte auch heute bei der Bäckerei nichts bestellen. Gescheites. Ich so, sorry, ich bin heute nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das muss man mal sehen. Das ist aber auch wirklich so. Ich kriege heute wahrscheinlich gar nichts auf die Reihe. Ich fühle mich so, als hätte ich gestern gefeiert. Nee, also Küche, sucht euch was Gleichgescheites aus, dann habt ihr das Problem nicht. Das war wirklich ein kompletter Umzug. Also mit unserem Umzug waren wir schneller durch, da stand die Küche abends, da waren wir auch ein paar Leute mehr. Aber nee, das mache ich nimmer. Ich hole mir lieber Klebefolie. Ich bin jetzt zufrieden. Warum ich sie getauscht habe, war einfach, das war eine Küche aus den 70ern. Nicht schlecht, ja. Also es sah auch ganz nett und gemütlich aus, hat mich auch wohlgefühlt, sag ich mal, zu diesem Zeitpunkt, aber es kam einfach was Besseres für einen unschlagbaren Preis und da kann man einfach, dann muss man sich halt den Stress einfach geben und es einfach machen und wir haben es jetzt gemacht, wir fühlen uns jetzt wesentlich besser, obwohl wir wissen, dass wir noch einiges vor uns haben. Die Stay in Place Foundation von, ja, so in der Mischung sieht das richtig toll aus. Ich muss sagen, sie ist ähnlich wie meine Maybelline, die ich, Fit Me, die ich sehr liebe, wirklich liebe, weil sie setzt sich auf die Haut, als wäre es eure Haut. Und sieht einfach cool aus. Also es sieht wirklich toll aus. Und ja, ich habe gar nicht bei der Stay in Place, wenn man eine dünne Schicht aufträgt, das Gefühl, dass da irgendwas ist. Und wie gesagt, ich habe auch lieber eine dünne Schicht als eine dicke Schicht.
Ist einfach so. Jetzt gucke ich concealer-technisch mal. Noch was ganz Tolles gefunden. Und zwar meinen alten, uralten LR Pro Girl. Der ist auch ganz leicht von der Konsistenz, muss ich sagen. Er ist zwar, ich weiß es nicht, er legt sich halt gut auf die Haut, sagen wir mal. Da benutze ich auch so ein bisschen mehr, weil ich einfach mehr brauche zurzeit. Brauche einfach, habe halt hier blaue Augenschatten und ich finde, da gleicht das in Porzellan, ist das glaube ich, in ja, Porzellan gut aus. Einfach weil es auch so einen Gelbstich hat und ich finde es echt praktisch. Dann möchte ich unbedingt eine neue Colourpop Palette mit euch ausprobieren. Die ist sehr natürlich, erinnert mich so ein bisschen an die Huda Nude. New Nude oder an die neue Catrice. Deswegen dachte ich, passt das ganz gut. Und morgen, wenn ich schaffe, probiere ich die New Nude aus. Entweder alleine oder mit euch zusammen. Ist ja egal eigentlich im Endeffekt. Im Endeffekt. Könnt ihr das erkennen? Hier hatte ich mal ein Gerstenkorn. Hier. Und jetzt habe ich da ein Loch. Das sieht doch scheiße aus. Mit was man sich immer rumschlagen muss, ne? Ja, seht ihr, was ich meine? Man sieht einfach nicht wirklich, dass man Foundation drauf hat, weil das auch nicht an der Nase pellt und auch nicht an der Stirn sich abzeichnet, weil sie so dünn ist. Und das ist eigentlich das, was ich bevorzuge. Ich greife jetzt mal zu der Konturpalette und zu der Face-to-Face-Palette von Essence. Die hat mir auch die liebe... Kathi, ich bin nicht so gut im Namen, sorry. Ich habe so eine Gehirnwäsche hinter mir. Da kann man so einiges verwechseln, auch gestern. Obwohl ich die Leute alle kenne. Passiert mal. Also, ja, Face-to-Face-Palette von Essence, Contouring- und Highlighter-Palette. Ich möchte natürlich die, den hellen Ton jetzt benutzen zum... Ja, zum was eigentlich, ne? Um abzupudern. Den gelben und den hellen. Ich denke mir, dass das Abpudergeschichten sind. Ich würde schon gerne mal auch teure Produkte, sag ich mal, austesten für meine Foundation, weil ich glaube, es muss ja schon was mit Preis zu tun haben. Ich bin jetzt keine High-Enter. Ich finde halt einfach, es ist für mich einfach in die Drogerie zu gehen und zu schlendern. Ich war eigentlich bei der Küche stehen geblieben, ne? Dann würde ich konturieren und zwar denke ich mal, dass ich so einen aschigen Ton nehme und so einen ganz kleinen Pinsel. Mit der Küche, genau, bin ich ja stehen geblieben, dass es ein Act ist und ich euch immer rate, euch gleich eine gescheite Küche zu suchen. Ich habe meine schon 10 Jahre, sage ich mal. Ich meine, es ist ja jetzt kein Alter für eine Küche, aber ich habe sie auch schon übernommen gehabt und habe sie trotzdem schon 10 Jahre fast. Oder 8 Jahre. Und ich meine, ich war immer zufrieden und es hat immer gepasst. Aber dann habe ich gemerkt, was mir einfach fehlt. Schubladen, ja. Ich habe nur eine Schublade gehabt für Besteck. Und das war auch nicht mal in der Küche selbst. Also es war ein bisschen anstrengend, sage ich mal, so das Passende zu finden. Es hat mir einfach nicht... Ja, es war einfach nicht so. Ich benutze auch den Ton mit dem zusammen als Bronzing Powder. Ich finde das sehr rotstichig. Und trage ihn mal hier so auf. Ah ja, sehr, sehr schöne... Sehr, sehr schöne Konturierung und auch die Puder sind nicht fleckig geworden. Hier ist Glitzer, aber vielleicht bin ich auch da wo rein. Also ich muss sagen, es gefällt mir ganz gut vom Finish her gerade. Das ist, sitzt viel besser als die Konturpalette von NYX, muss ich sagen. Sieht einfach viel, viel schöner und weicher aus. Aber vielleicht hat das ja auch einfach was mit der Foundation zu tun. Genau, und ich zeige euch auch, was ich benutzen werde. Ich benutze heute diese wunderschöne Palette. Sweet Talk. Talk. Oh, die ist so, so schön. Schaut mal. Da sind gepresste Glitzer drin. Ne? Ich bin super gespannt, weil ich finde das schon so... Ich finde, das ist eine neutral... Eine Mini-Huda Nude Palette. Ich habe vor 3 Wochen oder sowas, 25 Euro dafür gezahlt. Ich finde das schon heftig. Es war aber neu und ich war bereit dafür, also habe ich sie mir gegönnt. Und hätte schon fast, ja, Colourpop ist halt einfach für mich High-End-Qualität, ist halt einfach so.
Und das sage ich ja nicht, weil ich es mir selber von Colourpop gesponsert bekomme. Oh, ich würde so froh sein, wenn Colourpop mir alle Kollektionen schickt, ne? Weil ich einfach ich bin. Und nicht, weil ich Videos mache, sondern einfach so, bitte. Dann habe ich hier eben von Jeffree Star, so sieht es aus. Ich weiß es nicht, ich finde die Textur so grob. Ich bin nicht der allzu große Fan von Jeffree Star. Ich finde die neuen auch nicht gerade so der Hit. Keine Ahnung, ob das dann weiter wandert, weil wenn es mir gar nicht passt, dann lasse ich es. Dann soll sich jemand anderes daran erfreuen oder quälen oder was auch immer. Ich benutze wie gewohnt mal meinen Blender, also so mein. Dann klopfe ich erstmal aus, damit alle groben Glitzerpartikel rausgehen. Ich finde halt, man sieht nicht wirklich was, außer man swatcht es. Ich feuchte mal mein Gesicht an. Dazu benutze ich das neue Spray von Catrice. Das war, glaube ich, eine LE. Aber seid ihr scharf oder nicht? Und ich muss sagen, der Duft ist echt herrlich. Ich würde es mir aber nicht nochmal nachkaufen, weil es Glas ist. Ich habe mir letztes Mal auch widersprochen, wo ich mein Video angeschaut habe, dass ich gesagt habe, ich würde da was reinfüllen. Es ist ja auch so, wenn ich was habe, gerade so Billigplastikdinger, ja, ich könnte da Parfüm reinfüllen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann habe ich, ja, irgendwie ein schönes Fläschchen. Ich mag viereckige Fläschchen lieber. Ich habe das jetzt so ein bisschen aufgebaut. Nee. Also. Ich hoffe, ihr erkennt das und es ist nicht zu arg überbelichtet. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr überhaupt was seht. Jetzt geht's eigentlich, gell? Oh, ich habe ein neues Stativ. Das hätte ich auch benutzen können, aber ich glaube, das ist ein bisschen zu groß. Ich müsste dann so von unten filmen. Mal gucken, ich habe ein neues Stativ. Ich habe dort total vergessen vor lauter Küchenstress. Ich habe mir noch am Samstag eins geholt. Und meine passende, also eine pinke Kaffeemaschine. Der geht, den sortiere ich aus. Leider ist da nichts für mich. Vielen Dank, Kati, zum Austesten, aber da ist echt nichts für mich. Ich finde das nicht so schön, ehrlich gesagt. Ich finde, das sind halt eben so viele Glitzerflocken. Wisst ihr, seht ihr das in den Haaren? Da sind auch ganz viele Glitzerflocken. Das hat nichts mehr mit schön Glow zu tun. Ich gucke gerade, ob ich graue Haare bekomme. Nee, noch nicht. Ja, sortiere ich aus. Aber ich habe es mir schon fast gedacht, als ich ihn gesehen habe und auch geswatcht habe. Geswatcht, ich finde immer, geswatcht sind die Pigmente aneinandergereiht. Und wenn man dann. Nee, nein, ich möchte mich gar nicht hier erklären oder versuchen zu erklären. Wir fangen an mit meinen Augenbrauen. Da benutze ich wie gewohnt meinen Stift hier von Catrice. Den mag ich wirklich sehr gerne. Ich habe ein paar Augenbrauenhaare, die mich echt extrem nerven. Und wisst ihr, was mir noch passiert ist? Mir ist passiert, ich habe mein Aufgebraucht-Video gedreht. Es waren 31 Minuten. Dann habe ich es hochgeladen durchs Handy, weil keiner mehr dazwischen gefunkt hat. Weil eigentlich schneide ich nur Sachen raus, wenn ich jetzt mit den Kindern rede oder sowas. Oder wenn mich jemand was fragt, ich gerade rausgehe aus dem Raum. Ich vergesse ja eh immer alles. Sowas schneide ich dann raus, ne? Wenn ich aus Versehen da die Kamera laufen lassen habe und aus dem Raum gehe, das müsst ihr ja nicht unbedingt da eine halbe Stunde sehen. Und dann habe ich das hochgeladen, dann habe ich das gelöscht und währenddessen habe ich noch mein Video gelöscht auf dem Handy. Jetzt habe ich in der Mülltonne nochmal rumgewühlt. Also ich liebe aufgebrauchte Videos. Sind mir fast lieber als Holz, weil ich, hier wachsen auch Hexenhaare nach. Ja, auf jeden Fall ist es mir lieber als Holz. Weil, ja, man kauft dann noch mehr, als man eh schon kauft. Finde ich persönlich. Ich versuche mal diesen Revlon Cover Stick. Revlon Photo Ready Concealer. Und versuche mal hier so mein Pickel auszugleichen. Das mache ich. Ich mache das so selten. Aber es schadet ja nicht, wenn man so ein Teil hier aufbraucht.
Und Vodafone wollte ich auch noch eine Story erzählen. Ich fühle mich manchmal echt verarscht von gerade Leuten, wo ich einfach nicht drin gut bin. Ich habe mich nie mit Handys beschäftigt. Das interessiert mich nicht. Ich finde, wenn ich in einen Shop gehe, möchte ich auch die gute Beratung. Ja, da will ich einfach, dass man mir gescheit berät und nicht anfängt, irgendwelche, ja, so, als wäre ich so blöd und könnte nicht mitrechnen. Und ich habe einen Vertrag ja schon seit 8 Jahren ungefähr. Und habe auch schon gewechselt, also immer wieder bei Vodafone gekündigt und neu, weil das einfach günstiger war, als immer da zu bleiben, weil es bessere Angebote für Neukunden gab. Und jetzt habe ich total die Verarschung gehabt mit einem von Vodafone, der auch Vodafone betreibt, aber nicht direkt von Vodafone, er ist selbstständig halt. Und ich glaube, die wollen immer nur Geld rausziehen. Es ist ja klar, okay, das ist sein Job und keine Ahnung was. Aber wenn ich schon sage, ich bitte dich, mir alle Karten aufzulegen und nicht irgendwelche versteckten Kosten und keine Ahnung was, dann bietet er mir das S10 für 400, nee, für 370 Euro an. Für 50 Euro, wo ich es aber woanders da günstiger bekomme. Für 1 Euro, zum Beispiel im Mediamarkt, war so ein Angebot. Für 1 Euro und zahle noch 5 Euro weniger Kosten im Monat. Und warum, was macht er denn mit 369 Euro bitte? Das ist, ich weiß es nicht. Und er sagt, er hat die besten Angebote. Und dann denke ich mir, ja klar, ich auch. Ich auch. Wir fangen an mit der Palette. Ich finde das immer unverschämt, um ehrlich zu sein, sowas jemanden anzudrehen. Ich fange hier, diese Palette ist so wunderschön, Leute. Ihr kennt euch das. Es ist ein Traum wieder mal von mir. Es ist wirklich eine richtige Ina-Palette. Wenn meine Freundin sehen würde, wäre mal interessant zu wissen, was sie zu dieser Palette sagt. Aber bestimmt, das ist Ina. Richtig verspielt, richtig rum. Ich bin nicht romantisch, aber richtig verspielt, romantisch. Peachy, rosa, Glitzer. Es ist alles da, was Madame braucht. Bisschen, ja, Ocker. Das ist eigentlich so ein dunkler Senfton. Den ich aber jetzt hier mit diesem hellen Peach-Ton ausgleiche. Das ist nicht ganz so. Möchte ich nämlich so oben drüber. Hab gar keinen Bock auf heute. Überhaupt nichts. Wirklich 0, 0, 0, 0, 0. So. Dann gehe ich hier in das Rosa rein und trage mir das hier so ein bisschen auf. Keine Sorge, wir kommen noch zum Glitzer und zum Schimmer. Aber ihr könnt schon anhand den matten Tönen erkennen, wie gut pigmentiert die sind und wie ich sie liebe. Auch den blende ich da oben mal rein, um die Peachigen Kanten. Ja, dieser. Ich lang nur mal hin. Und das ganze Glitzer ist so auf meine Hand drauf. Das Morgenschnitte. Genau so. Und dann möchte ich in ein Schimmerprodukt reingehen. Und zwar in diesen. Das hat so Crystal. Oh ja. Möchte ich jetzt mal. Uah. Wo ist das? Okay, das ist so eine Wet-Geschichte hier. Okay. Ich brauche einen anderen Pinsel. Ich nehme den hier. Das ist irgendwie so eine cremige Geschichte. So, wo man eindrücken kann. Ganz interessant. Mit dem Finger aber besser aufzutragen. Aber ich bin kein Fingermensch. Ich finde, das ist so unpräzise, unpräzise und ungenau. Ich bin so ein Pinselmensch. Oder
Wenigstens Applikator. Mit Applikator geht es wahrscheinlich noch besser. Ich glaube, ich habe aber keinen Applikator gerade zur Hand. Ja, das ist so wie Colourpop, so Jelly und so eindrückbar, so wie die Colourpop Eyeshadows halt. Aber das Problem ist, manchmal creasen die bei mir. Ja. Und dann möchte ich unbedingt dieses Glitzer da ausprobieren. Oh, wie schön. Das, meine Handyhülle hat auch so Glitzer drin. So, so schön. Weil das sind so rot-gelb reflektiert. Wirklich, das sieht ganz, ganz toll aus. Okay, vom Glitzer ist gar nichts runtergefallen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich habe Fallout vom Lidschatten. Vom rosa oder Peach-Ton. Jetzt gucken wir einfach mal, wie lange das auf dem Tag hält. Und wirklich ganz, ganz tolle Geschichte. Wirklich, ich bin so... Oh. Voila, meine Lieben, voila. Ich nehme einen kleinen Pinsel und trage mir dieses dunkle... Ne, wir bleiben beim peachigen Ton hier. Unten am Wimpernkranz auf. Ja, also ganz, ganz toll. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Kein Glitzer abgegangen. Bisher nichts runtergebeugelt, aber... Fallout unter den Augen hier. Ganz, ganz schön. Ganz, ganz toll. Ich freue mich richtig, diese Palette mal eine Woche lang zu testen. Da freue ich mich wirklich mega. Das reicht jetzt aber. Ich wollte ja eigentlich nur einen schnellen Look. So bleibt das auch. Ich tusche jetzt meine Wimpern. Aber verdichte mir noch den Wimpernkranz hiermit. Das ist von The Body Shop. Oh, ich halte das nicht aus. Ich weiß nicht, wie Leute das machen. Meine Augen sind so empfindlich. Ich weiß auch nicht, ob ich die erste Schicht kaputt gemacht habe. Von meinen Äuglein mal. Die Ärztin hat irgendwas gesagt, dass die Hornhaut von meinen Augen irgendwie... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Irgendwas war. Ich habe schon vergessen. Ist schon so lange her. Seitdem ich eine Brille brauche. Habe ich noch keine Brille? Wasserfeste Wimperntusche. Ich muss sagen, das ist einer der besten wasserfesten Wimperntuschen von Catrice. The Little Black One Volumen Mascara. Hätte ich niemals gedacht, dass sie wirklich Volumen gibt. Und Länge. Ich finde, weil sie so klein ist, kann man sie ganz, ganz nah am Wimpernkranz erwischen. Und dann macht sie echt ein tolles Ergebnis für eine wasserfeste. Normalerweise trendy. Und da hat man einfach nur so ganz, ganz kleine... Ganz, ganz süßer Augen-Make-up-Look. Ich finde das so, so würde ich jetzt auch an Valentinstag gehen oder wenn ich auf einen Geburtstag eingeladen werde. Es ist ganz schlicht, aber durch das Glitzer macht es einfach schon was her. Richtig geil. Was ich mir auch gut vorstellen kann, ist dieses Glitzer ganz präzise nur in der Mitte aufzutragen. Sieht bestimmt auch ganz, ganz toll aus. Ja. Genau, auf den Lippen, meine Lieben, habe ich so ein Liquid Lipstick von Dose of Colors. Ich muss sagen, es gefällt mir so semi. Mir gefällt es, wie es aussieht, ja. Also mir gefällt die Farbe vor allen Dingen. Ich mag so Neon-Geschichten und auch Peach-Töne. Ich trage mir ein bisschen Lippenpflege auf. So, trockene Lippen. Das mit den Covern war keine so gute Idee. Jetzt benutze ich den und trage ihn mir ganz, ganz leicht auf. Da ist zu viel am Applikator dran. Okay, es ist nicht so ganz peachy. Also jetzt sieht es echt rosa aus, aber das gefällt mir wahnsinnig gut, diese Farbe. Ich wollte sie einfach mit euch zusammen testen. Schaut einfach mal auf den Ton. Ich finde ihn echt toll. Leider gefällt mir das nicht, wie es danach aussieht, aber mein Look wäre fertig. Ich bin zufrieden mit meinem Ergebnis. Bronzy, Rosy, Peachy und...